So, Salve, hallo. Willkommen zurück. Nächste Folge Stellaris. Hoffe, die halte ich noch gesundheitlich durch. Bisschen angeschlagen wieder. Bei diesem wunderschönen Wetter. Was hier in der Mutterstadt gerade herrschte. Oder, was heißt herrschte? Ist ja immer noch beschissen, aber egal. Ja, da, wunderbar, passt ja hervorragend. Instabiles Wetter. Größtenteils bedingt durch den abgebrochenen Terraforming-Prozess auf Pluratio herrscht auf dem Planeten ein etwas instabiles Klima. Oftmals ereignen sich ohne Vorwarnung starke Stürme, die unsere Klimamodelle nicht vorhersagen können. Einer dieser Stürme fegte kürzlich über eine größere Siedlung, was zu mehreren Toten und jede Menge zerstörten Eigentums geführt hat. Verwüstung. Ja, mir ist übrigens mal aufgefallen, letzte Folge musste ich nicht einmal was vorlesen. Wahnsinn. So, Pluratio. War declared. War declared. Das ist nicht mein War. Hier fehlen schon wieder Leute. Arbeitsplätze. Leute, ja. What? Criminality? What the heck? What the heck? Criminality on this planet Earth? Komplett neu. Naja, gut. Das könnte man eigentlich wirklich mal machen. Diese... War das das hier? Grundproduktion 2 Crystals. Haben wir davon nicht so eins gebaut? Ah, Unterhalt. Okay, kostet mich schon mal ein, so ein flüchtiges Teilchen. Nee, halt. Seltene Crystals. Umwandler macht aus Mineralien seltene Kristalle. Job Umwandler plus 1. Gut, das wäre kurzfristig mal was, aber immerhin besser als nichts. Und, upsala, dann machen wir Einfluss plus 3, okay. Gibt es hier noch was, wo ich Einfluss gewinnen kann? ansonsten Legierung höchstens nochmal. Legit-Gießerei. Alter, wir haben 17 Wohnungen frei. Krass. Polizeiwache. Machen wir eine Polizeiwache jetzt. Da kriegen wir auch nochmal 2 Jobs voll Strecker. Wunderbar. Dann haben wir Planet Earth wieder auf dem neuesten Stand. So, hier haben wir auch noch welche. Zivilindustrie haben wir noch gar nicht. Machen wir. Wie gesagt, wir haben so viel Mineralien, da können wir ruhig überall Zivilindustrie mal installieren. Hier haben wir es sogar schon. Wirtschaftszonen. 2 Jobs. Ja, okay. Geht aber. Hondira. Machen wir Credits minus. Und Nahrung. Wo war denn hier Nahrung? Hydroponische Farmen. Einmal bitte das. Juris. Hydroponische Farmen. Da. Zack. Dann sind wir auf dem neuesten Stand. Beziehungsweise, was heißt auf dem neuesten Stand? Dann haben alle wieder Jobs. So, you are... Okay, du arbeitest. Mach ich das hier erstmal durch? Wobei hier eigentlich nur Credits und so weiter zu holen sind. Also, im Endeffekt nicht wirklich wichtig. Zumal die Credits auch einfach Utopie sind. Weil wir machen hier plus minus null, weil wir die Sternbasis und die Dings bauen, die Bergbaustation. Hier genauso plus minus null und hier machen wir wahrscheinlich sogar minus. Naja, whatever. So, los.
Forschung. Einfluss haben wir. So, dann Forschung. Und du, ja, hier würde ich gerne auch alles verbinden. Wobei, ganz ehrlich, du fliegst mal bitte hier hin. Und nimmst mal die 5 Sektoren noch ein. Und die 5 müssen wir auch nochmal irgendwann einnehmen. Gut, Forschungsschiff, du bist einfach nur anwesend. Okay. Gut, haben wir. Ich komm, haben die hier wirklich gar nichts weiter? Sind doch komplett eingeschlossen, die Jungs. So, das kann nur ich einnehmen, das ist schon mal super. Genauso wie das nur ich einnehmen kann und das kann ich auch nur, oder kann auch nur ich einnehmen. Ja, und hier theoretisch hätten wir auch noch ein bisschen was. Forschung, Forschung. Ja, gut, hier nochmal Crystal, Minerals. Wo denn? Da. Construction complete. Construction complete. Auf Rotanev muss hier oben sein. Ayo. Machen wir das hier. Flüchtige Teilchen, sehr schön. Nochmal zwei. Research complete. So, Jelena Katakov. Und hier neue Komponenten. Schilde. I see Pfeile nach oben. Sehr schön. Ah, sorry, ich hab ab und zu mal Huste. So, Energiecredits durch Techniker. Produktion Forschungsstation. Definitiv. Alles plus 10%. Das wird schön. So, wie sieht's aus mit der wandelnden Bäume? Noch 73 Monate. Construction complete. Cool. Construction complete. Sehr schön, jetzt werden auch die Planeten wieder... Scheiße, schon wieder voll. Die Planeten erstmal wieder mit Arbeitsplätzen bevölkert. So. Alter, das bringt einfach gar kein Geld mehr. Construction complete. Upgrade, Wissenschaftler Fanny Erbe, Ebert. Oder Ebert. Construction complete. So, Traton. Sehr schön. Rivalität, interessant. Halt. Was? Rotanov ist erstmal fertig. Bin verwirrt. Ah, alles klar, weil hier zwei sind. Deswegen, diese komische Ansicht. Rivalität. So, Status. Kriegsstatus. Im Krieg mit. Vielversprechender Kompakt. Ja, interessiert mich nicht. Ebenbürtig. So, United ist unterlegen. Hier haben wir noch erbärmliche Gegner. Welche sind denn das da? Hythien und Hythien. Also die Hythiens. Ja, Rivalität, I don't care. Aber die Hythiens waren irgendwo hier hinten, ne? Da, Hythien. Also die hier sind Pfeifen. Die Ufer haben sich echt schon wieder erholt. Ebenbürtig. What the fuck, Alter? Sie sehen uns als ihren Rivalen an. Sie sehen uns als ihren Rivalen an. Wir sehen sie als unseren Rivalen an. Okay. So, wir können aber bei uns raufgehen. Also, Rivalen. Da. Rivalisiert von. Ich kann aber Ufa nicht als Rivalen jetzt quasi. Doch, kann ich. So. Okay.
Okay, so, Unabhängigkeit garantiert. Ich interessiere mich dafür nicht. So, okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Minus 1000. Fanatische Säuberer. Wow. Wo sind denn meine Freunde eigentlich? Die mal... Construction complete. Wie hießen die nochmal? Yubaran Divine Order? Alter, Yubaran, ihr geht... Ist doch nicht euer Ernst jetzt, oder? Halt, halt, halt. Die Yubaran haben jetzt auch minus 50. Rivalisiert mit Verbündeten. Ich war doch euer Verbündeter die ganze Zeit. Warum seid ihr jetzt auf einmal gegen mich? Ihr Schweine! Oh. That is bad. That is real bad. Die Yubaran sind jetzt auch feindlich. Also, noch nicht feindlich, aber... So, die haben ein Defensivabkommen. Bedeutet, wenn ich Uwa angreife, sind die Yubaran auch gegen mich. Was ist denn hier mit der Cyrillian United Commonalities? Minus 15. Gelehrter Erkunder. Wirtschaftspakt, Forschungsabkommen, halt... Migrationsabkommen. Rivalen. Föderationsassoziationsstatus. Alter, what? Grenzen geschlossen. Das Ziel Kriegsgrund. Okay, wer sind die anderen? Till Lunacy Block. Da. Rivalen, Rivalen, Rivalen. Nur mit Kel Azar an, aber ein Defensivabkommen. Cyrillian Communalities, ebenbürtig. Ah, da, 13. Boah, ich habe keinen Bock, gegen die jetzt hier auch noch Krieg zu führen. Also gegen Uwa sowieso. Also gegen Uwa hätte ich Bock, aber gegen die hier nicht. Habe ich da eine Station? Jabez, ja. Hm. 2, 4. Problem ist, dass ich die Flotte der Uwa komplett einmal schon zerstört habe. Bei denen weiß ich halt nicht, wo die ihre Flotten haben. Das Schöne ist natürlich, dass wir nur einen einzigen Zugang, oder dass sie nur einen einzigen Zugang theoretisch zu uns hätten. Scheiße, Alter, ich greife die an. Bevor mir die anderen hier von beiden Seiten die Hölle heiß machen. Okay, Cyrillian Communalities. System Survey complete. Den Krieg erklären können wir direkt machen. Oh, sorry. Gut, dann verschieben wir unsere Flotten hier hin. Nach Jabez. Es fehlt an. Dem hier. Wir machen hier eine bessere Festung draus. Und wenn unsere beiden Flotten eingetroffen sind, dann ziehen wir gleich in den Krieg gegen die hier. Ich hoffe, dass wir dieses Volk hier schnell einnehmen. Dann können wir nämlich auch hier uns absichern.
geleckt. Incoming transmission. Einladung Nep. Galactic Aramid irgendwas. Who the fuck are you? Okay, machen wir. Galactic Aramids. Nicht Angriffspakt. So, Governor Sabine Braun hat sich nochmal verbessert. Schön. So. Panic. Okay, der Neppen mit den Jubaranits ist beendet. Die Jubaran sind aber auch ein gar böses Volk. Okay, Adnoran und Jubaran. Oh, jetzt haben die Galactic wieder den Nepp gebrochen mit mir. Ich glaube, wir sind diplomatisch nicht so ganz angesehen, habe ich das Gefühl. Da sind andere schon deutlich weiter. Tillinnesy, wo sind denn die? Plus 10. Sehen keinen Grund, Sicherheit nicht. Oh! Dauern Jahren keine. Transferiert den Besitz aller Planeten und innerhalb eines Systems. Naja, ganz bestimmt nicht. Akzeptanz minus. Okay, dann erstmal mit den Jubaran hier Grenzen schließen. Wo ist denn der da? Achso, können wir nicht. Alles klar. Dann die Uva. Direkt da die Grenzen schließen. Geht auch nicht, weil wir uns auch noch im Waffenstillstand befinden. War declared. War declared. Hallo? Okay, weg. Wir sind am Arsch, wir sind so am Arsch. Super am Arsch sind wir. Aber wir werden uns verteidigen gegen etwaige Angriffe. Die sollen mal kommen, die Jungs. So, was haben wir eigentlich an Kosten? 154% Unterhalt Anführer und Kostenanführer. Ganz toll. Ganz, ganz toll. So, United und Galactic Aramid. Incoming Transmission. Nap. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? So, wieder Nap mit Galactic Aramati Confederation. Sind doch somit die einzigen, wo wir halbwegs was Positives haben. League of Tarim Saal. Wo sind die? Da unten. League of Tarim Saal. So ein Dauerhandelsabkommen, oder? Nochmal 30 Jahre. Construction complete. So, dann gibt's hier noch ein paar Mineralien oben drauf. So, akzeptiert. Handelsabkommen. Birana ist fertig. Grenzen geöffnet. Boss, Patschduk, irgendwas? Keine Ahnung, wo die sind. Erlass abgelaufen, Bildungskampagne, die müssen wir auf jeden Fall verlängern.
So, auf jeden Fall haben wir die Karte fast komplett aufgedeckt, also die Konkurrenten. Wer fehlt uns denn noch? Also, wir kennen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wir kennen alle, glaube ich. Bei uns läuft die Wahl. Lorenza d'Alessandro. Monatliche Einigkeit und Baukosten Kolonieschiffe. Ja, gut. So, wo sind denn die Flotten? Da ist die erste, da ist die zweite. Gut, ein paar Systeme haben wir noch vor uns. Upsala. Was die immer durchfliegen durch meine Systeme? Ihr habt doch eine Meise, habt ihr. Wer ist denn das hier? Jubaran, Jubaran. Adnoran. Tülück, Tülück. Tüll. Okay, jetzt ein Gegner. Dekatan. Construction complete. Dekatan. Ressourcenspeicher ist voll, like always. Ach Gott. Na hier, für ein paar Credits. Der Marktführer ist momentan. Situation log updated. Thibaut de Castagno. War der vorher auch schon Präsident? Energieinfrastruktur. Ich glaube, das war der, ist der gleiche, ne? Forschung, 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 Schiff, Schiff, Schiff. Ja, müsste der gleiche sein. So, jetzt machen wir minus 12 Credits pro Tag. Oder pro Monat. Achso, ich kann übrigens die Flotten noch ausbauen. Ganz vergessen zu machen. Naja, ist egal. So, wandelnde Bäume müssen wir auch bald haben, oder? Oh, immer noch 39 Monate. Ah. Diese Transportflotten, ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Migrationsabkommen gebrochen. Oh. Research complete. Da wird es wohl auch nicht mehr ganz so freundlich zwischen den beiden aussehen. Okay, verbesserte Reaktorverstärker. Machen wir. Oh, die Jubaran und die Uvas haben auf jeden Fall jetzt wieder schön Beef miteinander. Wo sind die Jubaran? Jetzt haben wir auch wieder plus 70. Construction complete. Defensivabkommen. Forschungsabkommen. Jetzt machen wir wieder alles mit den Jubaran. Alter, jetzt ist wieder. Wirtschaftspakt. Wir machen jetzt alles wieder mit den Jubaran. Jetzt sind sie wieder unsere besten Freunde. Complete. Sehr schön. So. Und ein paar Ressourcen gibt es noch. Ja, wieder hier Mineralien kann man immer wieder drauf geben. Nee, ach Gott. Monatlich? Nee. Nicht angenommen, okay. Ach. Gouverneur ist gestorben. Achso, okay, ich habe gedacht, hier mein Präsident. Ey, Governor is dead. Ingenieursforschung, Forschung, Forschung. Rekrutieren, stopp. Okay, brauchen wir wieder neue Arbeiten. So, hier kommt ein neuer hin, nämlich Dominic Gagnon. Ananya Govda fliegt raus.
fehlt jetzt einer. Hier. Kriminalität runter. So, Hondera braucht Arbeiter. Und braucht Dienstleister. Dann gibt es hier ein Holotheater. Machen aus. Okay, definitiv Holotheater. Juris geht noch, da brauchen wir aber eigentlich mal Wohnungen. Ein Stadtdistrikt. Flitus, da geht's noch, da geht eigentlich noch alles. Das ist ein Generatordistrikt. So. So, hier wird gebaut und dann hier gefliegt. Einigkeit 206. Panic. Ja, machen wir auch. Und ihr wartet erstmal ab. Ach ja, du kannst übrigens auch mal wieder rauskommen. Kommst mal hier hin. So, die erste Flotte ist schon am Start. Jabez. Ankerplatz. Gut, lassen wir erstmal offen. Und dann ab der nächsten Folge geht's dann auf zum Krieg mit Cyrillian United Communities, ne? Lassen wir uns mal überraschen. Bis dahin, haut rein.